So, und weiter geht's. Dritte Episode oder Folge. Der Krieg geht weiter. Und die nerven uns hier richtig, ist klar, ne? Das muss so sein, dass die einmal auf die Eier gehen jetzt. Das hasse ich, die gehen immer durch Ungarn, wenn man die Osmanen ist. Egal gegen wen man kämpft. Jeder geht immer durch Ungarn. Das ist so scheiße. Versuchen wir erstmal jetzt hier die Ragusa zu erwischen. Jawohl, dann sind die nämlich weg. Und zwar ein für alle Mal. Ja, das ist natürlich jetzt hier richtig blöd gelaufen. Ja, da könnte er uns tatsächlich wipen. Sieht schlecht aus. Und das ist auch so scheiße. Mal doch hier mal. Ja, gibt den mir nicht, ne? Wo läuft der hin? Ah, kommt hin. Okay, wir müssen erstmal hier uns um seine Truppen kümmern. Vier Manöver, aber trotzdem erwische ich ihn einfach nicht. Wie viel hat er denn? Null, ja. So, jetzt. Danke. Sehr gut. Das war mal richtig nötig. Er geht uns jetzt hier auf die Nerven. Aber wenn wir das hier haben, dann werden wir ihn da mal erledigen. So, Florenz wird es wahrscheinlich auch, wie wir oben wieder einmarschieren können. Komm. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Also so sicher, wie man sich überhaupt nur sicher sein kann. Okay, wir warten mal, bis er gelockt ist. Zwar Gebirge, aber ja, trotzdem Vibe. Sehr gut. Wir brauchen eigentlich den General, der ist hier drüben. Ja, genau, da ist jetzt nämlich Florenz. Dann schaff dich mal darüber. Was aus irgendeinem Grund nicht geht. Ja, das super, weil er jetzt hier den Zwang aufgekündigt hat. Alter. Okay. Perfekt. Dann geht mal darüber und kümmert euch mal darum. War auch richtig blöd, ist das Fort hier bei Korfu. Weil ich habe da, glaube ich, einen Anspruch drauf. Ne, habe ich sogar gar nicht. Aber das Hauptproblem wäre, dass ich halt dafür das Fort erobern müsste, wenn ich es holen wollte. Er rennt wieder irgendwo hin. Es gibt echt nichts Nervigeres. Wische ich ihn jetzt? Ja, natürlich im Gebirge. Aber das ist jetzt halt so. So, gut. Halt euch. Sehr schön. Und den müssen wir auch noch irgendwie kriegen. Theodoro ist jetzt in der Koalition. Aber die ist relativ klein inzwischen. Venedig wäre ja danach dem Krieg auch draußen. Da war. Okay, müssen wir oben das dann. Die Mamelucken auch wieder drin. Oh Gott, ich könnte kotzen. Ich kann ja noch rein. Die alle nicht, ne? Nee. Polen nicht. Genua nicht.
Ritter nicht. Eigentlich, na gut. Also eigentlich müsste ich die Koalition auflösen, wenn der Krieg vorbei ist. Das war's mit unserem unseren Moraltypen. Aber naja. Nicht schlimm. So, jetzt können wir hier vielleicht endlich mal was reißen. Mit schweren Schiffen. Schade, sind wir die aufgestanden. Gegen unsere Regierung. So, hier rüber. Hopp, schnell. Perfekt. So, jetzt hier 5 schwere Schiffe kommen. Müsste doch was werden. Das sind jetzt 12 schwere Schiffe. Also wenn das nicht reicht, um denen hier was schön richtig ins in die Fresse zu geben. Was wird jetzt noch repariert? Ja. Galeere, ja gut. Ich mache immer das mit dem Professionalismus einmal, weil man sich halt Manpower holen kann. Ne? Das lassen wir erstmal. Stattdessen holen wir uns die Tech. Und wir haben dieses Event bekommen, das richtig gut ist. Weil wir dadurch jetzt die Juwelen produzieren und diesen Bonus bekommen haben auf hier, 0,5 auf die Güter. Das ist auch spitzenmäßig. Okay, wir müssen hier mal ein bisschen ein offensiv werden. Und hier ihn mal legen. Sonst hatte ich irgendwie Kabel zieht oder so. So, wie sieht es jetzt hier aus bei euch? Ja, da fehlt noch einiges. So, jetzt können wir uns mal das Schiff. Ja, er fliegt direkt. Perfekt. Gucken wir mal, ob wir da irgendwas aussetzen können. Wir haben kein einziges schweres, also das sollte kein Problem sein. Dann nehmen wir uns aber das schwere Schiff. So, dann schauen wir mal, ob er direkt abhaut. Ja, er haut direkt ab. Perfekt, optimal. Und rein da, rein da. Sehr gut. Ist die Frage, wir könnten uns vielleicht direkt Venedig holen. Aber das wird so viel aggressive Expansion nochmal bringen. Jetzt kommt er wieder von da. Hasse ich wirklich mal. Hier nochmal ein bisschen reparieren. Und schauen wir mal, ob wir ihn hier wieder abfangen können. Müsste reichen, ne? Ja, perfekt. Und wo geht er jetzt? Ja, die Fleet habe ich direkt hier rein. Ne, geht weiter. Boah, richtig viele Scheiß-Events, ne? Und das ein bisschen, ja gut. Das ist jetzt nur noch das eine, dann, oder die zwei. Dann können wir da schon mal wieder blockieren. So, können wir uns schon das holen, ja, ne? Wir haben ansonsten gar keine Ansprüche. Dann machen wir das jetzt einfach mal so. Ja, ich will eigentlich schon das Geld von Venedig. Da müsste jetzt nicht die Koalition sich auflösen, weil nicht mehr genug Mitglieder vorhanden sind. Was denn mit Theodoro? Können wir die noch ein bisschen... Ich glaube, wenn sie über 50 sind, können sie gar nicht mehr hier outraged sein.
Hoffe ich. Also jetzt müssten wir doch... Lusa hat wie viel? Null, oh. Naja. Okay, wir können es aber schön auf jeden Fall schon mal Albanien holen. So, das könnte auch... Nee, ist keine neue Mission, aber was müssen wir denn noch machen für Missionen? Also wir können, sollten das hier mal erobern. Und Transsilvanien, dann kriegen wir Slowakei. Okay. Problem ist halt, dass die eher mit Österreich verbündet sind. Und Burgund. Also so direkt geht das leider nicht. Deswegen wäre dieser Krieg gegen... Deswegen wäre der Krieg gegen Ragusa eigentlich richtig gut. Müssen die jetzt nicht mehr hier aus der Koalition gehen? Eigentlich schon, ne? High Income. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass Theodor jetzt nicht mehr in der Koalition sein kann. Aber auch das hier. Optimal. Und dann werden wir auch das Bündnis wieder. Gut. Also ich würde sagen, wir haben uns Manpower. Ah, das war ein bisschen unnötig, ne? Können jetzt einfach hier die Sachen holen. Brauchen keinen neuen Konsorten. Keine neue Frau. So, dann werden wir Ragusa den Krieg erklären. Und dann Ungarn aus den Allianzen zu boxen. Und wir wollen auch das hier. Ja. Der ist immer gut. Diese anderen Sachen, also hier Construction Cost und so, ganz ehrlich. Das ist mir jetzt nicht so viel wert, dass ich da extra warten würde, das irgendwann effizient einsetzen zu können. So, wir brauchen hier drei, ne? Ja, wir blockieren auch. Und werden auch den General reinsetzen. Ich würde erwarten, Ich würde erwarten, dass auch bald dann hier die anderen Leute kommen. Ah, der Hafen ist da drüben, okay. Gut. Gut, Theodore ist vorbei. Ich mache hier mal diesen Beziehung verbessern Makro, das einfach ein, weil er sich immer um Outraged Countries kümmert. Das kann ja mal nicht schaden. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir Korsika blockiert hätten, dass sie gar nicht in den Krieg mitgekommen wären, aber es ist, wie es ist, ne? Bisschen schneller. Ungarn scheint sich... Aha, da sind sie ja. Ja, und laufen einfach mit ihren Truppen in meine rein, wenn sie das unbedingt tun wollen. Ich werde sie nicht daran hindern. Die eigentlich Sachen sind schon gut, ne? Das ist schon spitze, die kosten ja richtig viel. Wenn die Schaden erleiden. So, das haben wir.
Ich weiß nicht, was er vorhat. Jedes Mal, wenn er da reinläuft, gibt es ja Fortschritt für mich. Also jedes Mal, wenn man eine Armee besiegt, während man eine Festung erobert. Jetzt habt ihr es gesehen, ne? Von 0 auf 7 gesprungen. Also keine Ahnung, warum er das tut. So, mit ihm nach Pest. Denn der hat ja den Siege Pip. Und ich mache jetzt auch mal nicht so. Oh. Ups. Blöd übersehen. So, Korsika müssen wir raus. Nee. Ich dachte mit 25 Kriegsstand vielleicht, aber reicht wohl nicht. So. Ja, also wir werden dann von Ungarn erstmal gar nichts holen. Also wir werden wirklich nur diesen hier Österreich und Burgund. Siena meinetwegen auch. Beide können wir auch lassen. Dauert aber noch ein bisschen. Ich denke, wenn wir die zwei haben, dann müsste es vielleicht sogar schon gehen. Wir können jetzt ja hier noch ein paar kleinere holen. Und Ragusa müssten wir dann für heute das nehmen und dann können wir uns hier drüben wieder ein bisschen drum kümmern. Ich können wir halt irgendwie. Ah, die sind schon mit Akkuyundo im Krieg, ne? Wir müssen mal gucken, vielleicht können wir Akkuyundo in irgendeinen Krieg reinholen. Dass wir halt dann die Mamelucken den Krieg erklären können, ohne dass die uns da. Also dass die, ohne dass sie mit den Mamelucken auf einer Seite kämpfen. Weil die ja mit uns und den Mamelucken verbündet sind. Und die Mamelucken sind die einzigen, die noch in der Koalition sind. Jetzt auch nicht mehr. Ich schon gedacht, eigentlich geht das ja gar nicht. Ja, das ist ja doch. Diese Makros sind so blöd. Der verbessert jetzt mit einem Land, was zwar ziemlich viel AE gegen mich hat, aber was schon plus 100 positive Beziehungen hat und mein Alliierter ist. Anstatt dass er sich um eins kümmert, was negative Beziehungen hat. Muss man nicht verstehen. So, schauen wir mal, müsste jetzt. Ach, Mensch. Oder, sollen wir mal ein bisschen gucken, dass er da nicht ein paar zu viele Truppen irgendwie von der Seite reinholt. Ja, beim Militär bin ich immer sehr gerne weit vor der Zeit. Also weit voraus. So. Ja, easy, wenn man halt so weit voraus ist dann. Sehr gut. Das machen die noch nicht, aber wir können jetzt aber warten und gucken, was so passiert. Weil viel wird dann nicht mehr kommen. Wir können uns auch die Idee noch holen. Aus irgendeinem Grund ist er dahin geflohen. Können auch mal hier ein bisschen verbessern für noch mehr Gold. Dadurch, dass wir die Danielsan jetzt haben, verbrauchen wir ein bisschen mehr Geld, wenn wir Schaden erleiden. Dann schadet das Einkommen durch die Goldmine gar nicht so sehr. Ja, das ist wieder hier das. Ja, ich hasse das, wenn man so Missionen hat und dann immer dieses Zeichen da ist. Und man denkt, man hat irgendwie was Wichtiges verpasst. Ja, immer lang. Ich will da jetzt raus. Ne, immer noch nicht. Ja, wird sich das leider jetzt hier holen, ne? Und dann ist auch nicht mehr viel. Wir könnten sie hier reinholen. Sobald wir diese Ansprüche, also diese
Favors haben. Sie gefallen. Dann könnten wir Mameluken den Krieg erklären. Sehr gut. Easy. Damit existiert Ragusa auch nicht mehr. Sehr gut. So. Gut, ich können wir im Prinzip noch ein bisschen warten, bis er halt mit dem Krieg vorbei zu Ende ist. Weil bevor er das hat, wird er nicht im Krieg mit uns, also gegen Zypern nicht im Krieg helfen. Und wir haben Ansprüche verloren auf... Ah, okay, das war von diesem Event. Das hier hätten wir alles noch von Venedig holen können, aber da hatte ich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen viel AE. Jetzt wurde der Einfluss wieder nicht verlängert, ne? Doch, jetzt wird er verlängert. Also wenn man OK drückt... Okay, Trebizond, ich drücke jetzt C. Ah, das klappt, okay, krass. Manchmal klappt es aber irgendwie nicht. Und die Krim ist eine Mark von uns geworden. Das ist dieses Event, wenn der Herrscher von denen stirbt. Der ist schon relativ alt am Anfang vom Spiel, aber dauert trotzdem manchmal ziemlich lang. Gut, wir könnten natürlich auch Polen den Krieg erklären, ne? Die haben gar nicht mal so viele Verbündete. Und waren anscheinend auch... Ne, haben ja nichts verloren. Ich dachte, Litauen hätte irgendwie was verloren, aber es sagt, glaube ich, nur... Ich dachte irgendwie, dass Litauen größer wäre am Anfang. Also dann würde ich sagen, ich überlege mal ein bisschen, was wir machen. Und dann schauen wir, was wir dann werden das in der nächsten Episode sehen. Also, bis zur nächsten Folge.